Die Welt wird wie noch nie zuvor von psychologischer Manipulation, insbesondere der Sprache, beherrscht. Besonders auffällig ist die systematische Manipulation der Bevölkerung durch die herrschende Politik und die Massenmedien. Es werden mehr und mehr neue Kunstbegriffe zur Spaltung und Verhetzung der Menschen geschaffen. Zugleich jedoch wird die bestehende Sprache pervertiert und in ihrem ursprünglichen Sinn entfremdet. Dass diese Ereignisse sowie viele weitere Ereignisse nicht zufällig passieren, sondern von einflussreichen und sehr mächtigen Gruppierungen geplant und inszeniert werden, wird immer mehr Menschen klar. So ist auch die Manipulation der Sprache ein essentielles Mittel, um jegliche mögliche Opposition zu diffamieren und mundtot zu machen. Die Manipulation der Sprache und die damit verfolgten schädlichen und gefährlichen Ziele für die Gesellschaft, die Tierwelt und die Umwelt ist ähnlich wie die sogenannte politische Korrektheit oder Political Correctness eine Gefahr, der man mit Sachlichkeit und größtmöglicher Objektivität begegnen muss. Schauen wir uns einmal die häufig propagierten Begriffe wie Rassismus, Propaganda und Antisemitismus an. Mittels dieser Begriffe werden in vielen Ländern die Menschen und Parteien gespalten, verhetzt und gegeneinander getrieben. Rassismus. In dem zionistisch geprägten Wikipedia finden wir unter dem Begriff Rassismus folgende Definition. Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale, die eine gemeinsame Abstammung vermuten lassen, als sogenannte, in Anführungsstrichen, Rasse kategorisiert und beurteilt werden. Schon dieser Satz zeigt die manipulative und realitätsverfremdende Vorgehensweise. Der Begriff Rassismus wird mit dem negativ konnotierten Wort Gesinnung verbunden. Zudem wird mit dem Kunstbegriff Rassismus bewirkt, dass ein Unterscheiden von Rassen als etwas Schlechtes empfunden wird. Anschließend wird behauptet, dass verschiedene Rassen nur durch weniger äußerliche Merkmale existieren. Selbst der Begriff Rasse wird in Gänsefüßchen gesetzt und als sogenannte Rasse infrage gestellt. Es wird also bereits in den ersten Sätzen bewusst versucht, die Natur zu verleugnen und Menschen, die die Unterschiede zwischen verschiedenen Rassen propagieren, als Gesinnungsgenossen und Ideologen zu diffamieren. Nun versuchen wir einmal, das Große und Ganze zu sehen. Für Jahrtausende lebten Menschen in Gemeinschaften und Völkern gleicher Rassen und Herkunft zusammen. Menschen anderer Rassen und Herkunft werden intuitiv als etwas Fremdes empfunden. Halten sich diese Menschen zu einer geringen Zahl als Gäste bei anderen Völkern und Rassen auf und passen sich an die Lebensweise des Gastgebervolkes an, so sollte dies kaum zu Problemen führen. Problematisch wird es soziologisch und psychologisch erst dann, wenn unnatürlich große Zuströme an fremden Menschen stattfinden und wenn Fremde sich nicht dem Gastgebervolk anpassen. Ist dies der Fall, ist es völlig zwangsläufig, dass Menschen Abneigungen gegen diese fremden Menschen entwickeln. Diese Abneigungen sind allerdings völlig natürlich und haben ihren Ursprung nicht in der Abneigung einer anderen Rasse, sondern in der Unzufriedenheit und der Angst in Bezug auf die Wahrung der eigenen Kultur, Identität und Sicherheit. Psychisch normale Menschen hassen keine anderen Rassen, Völker oder Religionen, die sich friedlich verhalten, nur aufgrund einer anderen Hautfarbe, eines friedlichen Glaubens oder einer anderen körperlichen Gestalt. Solche Abneigungen entstehen meist durch unnatürliche Entwicklungen wie die inszenierte Massenmigration, inszenierte Kriege und sogenannte Revolutionen gegen fremde Völker und ebenfalls nicht friedliche Verhaltensweisen von Menschen aus fremden Ländern. Wenn man beispielsweise andere friedliche Menschen mit einer anderen Hautfarbe befremdlich findet oder nicht mag, so ist dies der freie persönliche Geschmack. Wenn diese Menschen nicht andere Menschen physisch angreifen bzw. wirtschaftlich schädigen oder öffentlich versuchen zu diffamieren, muss jeder Mensch die Freiheit und das Recht haben, seinen eigenen Geschmack und seine persönlichen Einstellungen schadensfrei äußern zu dürfen. Der Kunstbegriff Rassismus wie einige weitere Begriffe versuchen diese Freiheiten einzuschränken. Der Kunstbegriff Rassismus erlangte erst im 20. Jahrhundert durch den jüdischen Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der ersten homosexuellen Bewegung Magnus Hirschfeld größeren Bekanntheitsgrad. Der bis heute hochgeehrte Magnus Hirschfeld war ebenfalls ein Wegbereiter der Gender-Ideologie, der Ideologie der Vielzahl an Geschlechtern
Und interessanterweise war Magnus Hirschfeld ein Mitglied der Gesellschaft für Rassenhygiene. Da besonders zionistische Organisationen versuchen, mit volksverhetzenden Kunstbegriffen eine Art Meinungstyrannei aufzubauen, riskieren wir doch einmal einen Blick in die Geschichte. Heutzutage verbinden die meisten Menschen den Kunstbegriff Rassismus mit dem Nationalsozialismus. Jedoch existierte lange vor dem Nationalsozialismus die jüdische Rassenlehre mit jüdischen Büchern wie Der Rassenadel der Juden aus dem Jahre 1912, in denen unter anderem die Rassenreinheit der Juden als ein wichtiges und erstrebenswertes Ziel propagiert wird. Der Kunstbegriff des Rassismus wurde also von genau den Kreisen als Hetzbegriff verbreitet, die die eigene sogenannte Rassenreinheit als erstrebenswertes Ziel propagieren. Heutzutage hat sich dieser Hetzbegriff Rassismus in die Sprache eingenistet und verhindert jegliche sachliche und natürliche Diskussion zwischen den Menschen. Ein weiterer Begriff, der im heutigen Sprachgebrauch völlig zweckentfremdet genutzt und verstanden wird, ist der Begriff Propaganda. Hört man den Begriff Propaganda heutzutage, verbinden die meisten Menschen diesen mit der Verbreitung von Lügen und Desinformationen. Tatsächlich stammt der Begriff Propaganda von dem lateinischen Wort propagare ab, was so viel bedeutet wie etwas verbreiten oder etwas ausbreiten. Beispielsweise im Nationalsozialismus gab es die Volksaufklärung und Propaganda, die dafür gedacht war, Gegendarstellungen zu den feindlichen Lügen und Beeinflussungen der Bevölkerung zu liefern und eigene politische Standpunkte zu verbreiten. Selbstverständlich war der Begriff Propaganda offiziell als etwas Positives oder zumindest Neutrales genutzt. Es wäre völlig unsinnig gewesen, wenn ein Reichsminister für Propaganda gleichbedeutend mit einem Reichsminister für die Verbreitung von Lügen gewesen wäre. Tatsächlich war der Urvater der modernen Propaganda, die auf die Manipulation der öffentlichen Meinung zu politischen und wirtschaftlichen Zwecken abzielte, der Jude Edward Bernays gewesen. Edward Bernays war der Neffe von Sigmund Freud und führend in der Beeinflussung der US-amerikanischen Bevölkerung, um diese beispielsweise in den Ersten Weltkrieg gegen Deutschland zu manipulieren. Er ist somit mitschuldig an Tausenden von Toten. In den USA waren zigarettenrauchende Frauen früher verpönt. Edward Bernays manipulierte ebenfalls die US-amerikanischen Frauen im Auftrag der Tabakindustrie, damit sie anfangen zu rauchen. Die Zigaretten wurden von ihm als Fackeln der Freiheit propagiert und die US-amerikanischen Frauen skrupellos in eine Sucht getrieben. Eines der bedeutendsten Werke und ein Beispiel, wie man Propaganda für die Gier nach Profit und Macht missbrauchen kann, ist sein Buch mit dem gleichnamigen Titel Propaganda. Man sieht also auch hier, dass die eigentlichen skrupellosen Begründer der Zweckentfremdung und des Missbrauchs von ursprünglich neutralen Begriffen ganz andere waren als die, denen es später zugeschrieben wurde. Edward Bernays wurde allerdings nicht Propagandaberater genannt, sondern Berater für Public Relations bzw. Public Information. Die organisierte Täuschung und der Betrug der US-amerikanischen Bevölkerung für Profit, Kriegstreiberei und politischen Machtmissbrauch wurde und wird also bis heute als Öffentlichkeitsarbeit bzw. öffentliche Information bezeichnet. Einer der bedeutendsten Hetzbegriffe ist der Begriff Antisemitismus. Dieser Begriff ist wohl eine der effektivsten rhetorischen Waffen gegen Menschen, die als Gegner angesehen werden, die man mundtot machen möchte oder dem man Schaden zufügen möchte. Der Begriff Antisemitismus ist bereits in seiner Wortzusammensetzung eine Täuschung. Wie man auf der Karte sieht, sind Semiten vor allem Araber, Aramäer und zu einem sehr kleinen Teil Hebräer. Ob die heutigen Israelis überhaupt Semiten sind, sehen selbst jüdische Wissenschaftler kritisch. Eine Abneigung gegen Juden oder Israelis als Antisemitismus zu bezeichnen, ist aus verschiedenen Gründen falsch. Zum einen ist die exklusive Nutzung der Bezeichnung Semiten ausschließlich für das eigene Volk unter Ausschluss der Mehrheit der Semiten ein Betrug und eine Verachtung der Mehrheit der Semiten. Im heutigen pervertierten Sprachgebrauch könnte man sagen, die Nutzung des Wortes Antisemitismus ausschließlich in Bezug auf Juden bedeutet ebenfalls einen Rassismus gegen die Mehrheit der Semiten, insbesondere gegen Araber. Sieht man, wie das israelische Regime seit der Entstehung systematisch arabische Menschen vertreibt, ermordet, deren Häuser zerstört und einen systematischen Landraub betreibt,
gewinnt die vorherige These des sogenannten Rassismus gegen Araber tatsächlich deutlich Realität. Wir sehen also, dass anstelle des Begriffs Antisemitismus der Begriff Judenfeindlichkeit oder Judenablehnung wohl eher zutreffend für ein entsprechendes Verhalten wäre. Wir sind der Ansicht, dass es unnatürlich ist, friedliche Menschengruppen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer friedlichen Ansichten anzufeinden, zu hassen oder zu verachten. Nur Menschen, die Schlechtes tun oder sich an Schlechten beteiligen, sind zu verurteilen oder zu verachten. Erforscht man die Geschichte der Juden genauer, so erkennt man, dass der Handel und das Geldverleihen geschichtlich eine bedeutende Rolle gespielt haben. Es ist naheliegend, dass die geschichtliche Judenfeindlichkeit und die Ausweisung aus vielen Ländern auf die schädlichen Aktivitäten einiger Juden, die beispielsweise den Zinswucher betrieben haben, zurückzuführen sein könnte. Im späten 19. Jahrhundert erkannten diese jüdischen Banker und Finanzkreise, dass die Vereinigung der Juden aller Länder eine große Macht bedeuten würde. So wurde der politische Zionismus durch diese sehr reichen und einflussreichen jüdischen Kreise ins Leben gerufen und in der jüdischen Bevölkerung propagiert. Als gemeinsames Ziel wurde ein jüdischer Staat in Palästina veranschlagt. Da ein Großteil der Juden kein Interesse hatte, nach Palästina auszuwandern, diente den Zionisten der Antisemitismus bzw. das Aufleben der Judenfeindlichkeit sehr, um die eigenen Ziele zu realisieren. Da diese zionistischen Kreise über große Geldmittel verfügten, war es ihnen ein leichtes, über die Massenmedien Hass und Verfolgung gegen Juden zu propagieren. Diese mächtigen Zionisten schlossen bereits 1933 das Habara-Abkommen mit den Nationalsozialisten zum Transfer europäischer Juden nach Palästina ab. Zuvor hatten diese Zionisten durch eine weltweite Medienkampagne einen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland erklärt und massiv zur Spaltung der jüdischen und deutschen Bevölkerung beigetragen. Tatsächlich also wird der sogenannte Antisemitismus oder genauer die Judenablehnung maßgeblich von sehr mächtigen zionistischen Kreisen und ihren Taten gefördert. Langfristig profitieren ausschließlich sehr wenige, sehr einflussreiche und reiche Menschen von den zukünftigen Zuständen, die denen, die in dem Buch 1984 beschrieben werden, sehr nahe kommen, während alle anderen Menschen, inklusive einem Großteil der Juden, langfristig großen Schaden davon tragen werden, dies aber dann nicht mehr ändern können. Wie sollte man sich also bei Angriffen mit diesen Hetzbegriffen verhalten? Man sollte sich sehr ruhig und sachlich verhalten. Man könnte antworten: Was verstehen Sie unter einem Antisemit oder Rassist genau? Per Definition sind Semiten ja größtenteils Menschen aus arabischen Gebieten. Es ist völliger Unsinn, dass ein Mensch pauschal jeden einzelnen Araber oder Hebräer hasst. Man hasst ja auch nicht jeden Italiener, nur weil sich die italienische Mafia kriminell verhält. Dies gilt im Übrigen auch für die ähnlich große jüdische Mafia namens Murder Incorporated. Im Falle der Rassismushetze könnte man zusätzlich entgegnen, dass man sich für den Erhalt und den Schutz der eigenen und aller anderen Rassen einsetzt und das Wort Rassismus ein Kunstbegriff ist, der durch Menschen im 20. Jahrhundert propagiert wurde, die die Rassenhygiene für besonders erstrebenswert hielten. So gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, den Begriffen der Volksverhetzung und der Spaltung entgegenzutreten, sachlich, bewusst und gelassen.